Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute wird's richtig interessant, denn die Nerven liegen blank bei Cecilia. Denn erneut hat Alex Petrovic einen Livestream gemacht und gegen sie gewettert, sich selbst als den strahlenden Helden der Küste dargestellt. Man muss dazu sagen, Alex Petrovic scheint in dem aktuellen Format Kampf der Reality Stars einige Sympathiepunkte zu gewinnen, allerdings durch die ständige Selbstdarstellung des maskulinen Mannes nervt es den ein oder anderen Zuschauer doch. Nun ist Cecilia die Hutschnur geplatzt und hat ganz klar gesagt, sie hat keine Lust mehr, sich ständig von Alex Petrovic vorführen zu lassen. Es reicht ihr und wir werden uns ihre Brandrede zur Lage der Nation einmal anhören, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du auch an diesen vermeintlichen Stars dran geblieben bist, dann fühlt euch herzlich eingeladen, dieser mittelgroßen Trash-Familie euch anzuschließen. Ich setze einfach mal eine Spoilerwarnung, denn ich bin mir nicht so ganz sicher, was jetzt so richtig aktuell ist, was sie sagt oder nicht. Das heißt, wenn ihr auf RTL Plus die aktuelle Kampf der Reality Stars Folge noch nicht gesehen habt und euch auch nicht unbedingt triggern lassen wollt, dann abschalten, das wäre dann vielleicht besser. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob die Informationen jetzt wirklich alle so unbekannt sind. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Wir brauchen das Katzenreporter-Handy und beginnen erst einmal mit einer von vielen Fragen, die Alex beantwortet hat zu Cecilia. In den letzten Wochen ging es bei Alex Petrovic halt immer wieder um Cecilia, aber auch um Maurice natürlich. Und hier wird er gefragt, Cecilia ist so lächerlich, nimmt 6000 und macht so eine Welle gegen dich. Und er schreibt, typische Doppelmoral, so sind leider mega viele Menschen drauf. Sie wirft mir vor, ich hätte andere beschuldigt, hat aber mit Maurice und Theresia mich beschuldigt, dass ich Geld genommen hätte, wenn ich noch welches auf dem Tisch bei mir gelegen hätte. Zitat Ende. Es geht halt hier immer noch um diese große Geldthematik, die wir auch hier schon zahlreich besprochen haben. Und hier könnte man schon fast meinen, dass Alex schon fast traurig ist, dass er kein Geld nehmen konnte, weil Cecilia und Maurice sich schon die Taschen voll gemacht haben. Ein Thema, welches uns vielleicht noch Jahre im Trash-TV beschäftigen wird. Nicht, meine Lieben. Gut, gucken wir mal jetzt in die Brandrede rein von Cecilia, denn sie immer wieder, war sie Thema bei Alex Petrovic, das stimmt. Alex macht immer wieder Livestreams, immer wieder wird Cecilia hier thematisiert und ich kann schon verstehen, dass man denn dann irgendwann genug hat. Wir schauen mal rein. Alex, ich kann das nicht mehr. Was erzählst du mir von Doppelmoral? Ja, Cecilia hat mir auch das, sie hat mir auch das in die Schuhe geschoben. Alex, bitte. Hör auf, deine Art auf mich zu schieben und von dir abzulenken. Ich habe 6000 Euro genommen. Niemand hat mich zu gezwungen zu lügen. Ich habe gelogen, weil ich nicht rausgehen wollte. Natürlich! So, um das hier noch einmal im Verhältnis zu erklären. Es ist ja wirklich eine riesengroße Kontroverse im Internet. Es gibt zwei wichtige Faktoren, die man berücksichtigen muss. Es ist kein Diebstahl, dass sie das Geld genommen hat. Es war Teil der Show. Es ist von der Gewinnsumme des noch nicht ermittelten Siegers weggenommen worden. Aber es war im Regelwerk verankert und man hatte die Möglichkeit. Es war kein Diebstahl. Es war eine reine spielerische Entscheidung. Die andere Seite aber, die andere Seite ist es moralisch verwerflich, sich vor der Kamera hinzusetzen und zu schwören und zu sagen, dass das niemals sie gemacht hätte und. Das ist was ganz anderes. Das sind zwei verschiedene Punkte. Also, ich kann nicht verstehen, dass man sagt, dass es Diebstahl ist. Das kann ich nicht verstehen, weil es einfach Blödsinn ist. Aber ich kann die Zuschauer sagen, die sagen, das ist moralisch nicht korrekt. Jetzt frage ich euch, ist es moralisch korrekt, jemand, der bei Mensch Ärger dich nicht gewinnen könnte, rauszuschmeißen? Und er muss eine Ehrenrunde drehen? Es ist im Prinzip das Thema in ganz, ganz, ganz klein gegenübergestellt. Aber es ist ein Spiel, ja. Deswegen, ich finde, bei Spielen finde ich Moral ist es immer ein bisschen schwierig. Aber das kann ich verstehen, dass man das nicht gut findet. Das kann ich nachvollziehen. Aber Diebstahl finde ich nicht korrekt. Jetzt ist es aber so, und da hat Cecilia recht, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht unbedingt mag, Alex thematisiert das wirklich, wirklich, wirklich immer wieder. Ich habe dieses Spiel gespielt. Ich sage sogar noch, derjenige, der Nominator ist, ich verstehe, dass er lügt, weil er will nicht rausfliegen.
Ich habe noch, ich war die Einzige in der Saale, der diese Person sogar noch in Schutz genommen hat. Aber du hast dich selbst verraten, weil du deine eigenen Brüder in Verdacht gesetzt hast. Alex, das ist nicht mein Bier, wenn du jetzt versuchst, von dir abzulenken. Ich habe die 6K genommen. Niemand hat mich gezwungen zu lügen. Du erzählst jeden immer noch, man hat mich gezwungen zu lügen. Eine Freundin von mir, die auch mal mit Alex gedreht hat, die hat zu mir gesagt, Cecilia, ich sage dir jetzt schon mal, der Typ wird jede Woche live gehen und Lügen über Lügen erzählen. Glaub es mir. Und da muss man dazu sagen, ob Alex Petrovic lügt oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist die TV-Historie von Alex Petrovic. Und da war es so, zumindest beim Sommerhaus der Stars, wo wir ihn gesehen haben, da war er auch jede Woche live, hat jede Woche sich über die besagten Teilnehmer geäußert. Es gab da auch schon Beef. Und das ist schon so, dass Alex das Stilmittel des Live-Gehens schon nutzt, um hier über andere Leute schlecht zu reden. Das ist so, ja. Das stimmt wirklich so. Viel Spaß. Und ich so, ey, soll er sich mal trauen? Und ey, sie eins zu eins, was sie gesagt hat, passiert. Jede Woche setzt er dich hin und sagt, Leute, ich bin so ein guter Mensch, schaut mal, ich bin so ein guter Mann. Ich bin der maskuline Mann. Ich lasse mir von keiner Frau was sagen, weil ich bin der maskuline Mann. Natürlich kommt er damit nicht klar, dass eine Frau ihm mal eine Ansage gemacht hat. Natürlich kommt er damit nicht klar. Macht sie aber gut, oder? Hat sie gut nachgemacht. Ich weiß, einige mögen sie ja nicht. Ich finde aber dieses ganze Alex Petrovic-Thema schon so, dass man sagen kann, ja, da hat sie recht, er setzt sich wirklich die ganze Zeit dahin. Er erzählt wirklich immer die ganze Zeit irgendwas vom maskulinen Mann und das nervt mich genauso. Also ich finde, dass Alex Petrovic, er wird ja sehr gelobt aktuell. Ich selber sehe es nicht so. Ich selber empfinde ihn als sehr, sehr anstrengend. Und ich finde es auch nicht schlimm, das zu sagen, weil ich akzeptiere ja auch die anderen Meinungen. Ich akzeptiere auch, wenn man sagt, er ist super, ist ja okay. Ich weiß nicht, ich finde Uno super als Spiel. Das finden auch einige kacke. Es gehen halt die Meinungen auseinander, ne? Das verstehe ich, weil wenn er dir dein Leben lang einredest, du bist der maskulinste Mann auf der Welt, ist ja klar, dass dein Ego gekränkt ist. Das ist hart, klar. Aber so viel Scheiße, der Typ, der meint das alles ernst. Und das macht mir so langsam Angst. Also Maurice und ich, wir haben ja noch mal so gelacht, aber so langsam macht uns das sogar noch Angst. Wirklich. Guck mal, ihr müsst euch ja vorstellen gerade, der Alex ist ja gerade in dieser Position. Sie ist böse, sie hat sich nicht bei mir entschuldigt, sie hat mich Opfer genannt und sie hat alle gegen mich aufgehetzt und. Also ihr merkt, es sind so einige Informationen aus Folge 8 von Kampf der Reality Stars schon enthalten, wo Cecilia und Alex Petrovic aneinander geraten sind. Der weint ja gerade, also für Alex ist ja ganz schlimm gerade, so er holt sich gerade alle Leute, Nina, du bist auf meiner Seite, ja super, Chris, du hast das gemerkt, ne, ich hab dich nicht beschuldigt, ne, Christoph, alles gut, ne, ja, er ruft ja jetzt gerade alle an, um sich schnell alle Leute zu holen und dann, Cecilia ist die Böse, seht ihr, sie hetzt, gerade selbst alle gegen mich, also ich bin aber nicht kein Opfer, weil, sollen sie doch machen, aber er tut sich so auf die Opferrolle. Er hat sie gesehen. Aber ich finde auch, dass Cecilia genauso hetzt. Ja? Also hier in diesem Ausschnitt merkt man ja eindeutig, wie viele Emotionen da mit bei sind, wie sehr sie sich hier wirklich über Alex ärgert und wie sie hier auch zurückhetzt. Also es nimmt sich keiner etwas hier aus den von den beiden. Also er ist ja gerade mehr als feminin. Was ja nicht schlimm ist. Ich habe ja auch eine maskuline Art und auch eine feminine Art. Menschen haben das alle. Aber das ist ja gerade schon gruselig, was der macht. Wie nennt man sowas? Wie nennt man wirklich sowas? Leute, und vergesst nicht eine Sache. Ihr geht jede Woche live. Macht euch lustig, wenn Leute Maurice oder mich haten. Lest es vor. Macht euch als Gruppe gemeinsam lustig. Und dann sagt ihr jetzt in euren Storys, ich bin das Opfer, sie will nur Reichweite haben, sie will nur gegen uns schießen, sie will uns nur schlecht machen. Bin ich im falschen Film? Ich frage euch jetzt wirklich. Ich reagiere auf euren Live. Damit hat sie gar nicht so Unrecht. Ne? Es ist schon für viele sehr einfach, über Cecilia herzuziehen. Das merke ich halt auch in den diversen Livestreams von Alex Petrovic. Aber ich kann sie auch verstehen, dass sie den Drang hat, sich dann auch zu äußern und sich da, ja, dazu einfach sich was zu sagen. Das kann ich nachvollziehen. Ne? Und wenn ich darauf reagiere, sagt ihr, seht ihr, wie böse sie ist? Seht ihr das? Seht ihr das? Also ich möchte keinen Streit. Ihr geht jede Woche live und redet so böse Dinge, ja, bewusste Sachen. Und ich wollte euch jetzt alle gerade in den Stories
als Opfer machen. Leute, mir macht das so langsam, nein, mir macht das schon lange Angst. Ja, und das waren erstmal die Ausschnitte von Cecilia. Erst einmal möchte ich mich bei euch entschuldigen, es hat zweimal mein Handy gebimmelt und es hat noch die E-Mail einmal gebimmelt. Ich muss beim nächsten Mal wieder ausschalten, Tatsache muss ich aktuell ein bisschen erreichbar sein. Aber wie gesagt, tut mir leid, wenn ihr jetzt irgendwelche Geräusche hattet, das war von mir. Dafür erstmal tut mir leid. Also, ich kann verstehen, wenn man mit Cecilia nicht so klarkommt. Ja, ich kann verstehen, dass man ihre Art, dieses hektische Reden, dass man das nicht gut findet, dass es einen triggert, dass es einen stört. Das kann ich alles nachvollziehen. Ich finde, in diesem ganzen Alex Petrovic-Konflikt und Cecilia bin ich zweigespaltener, zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich verstehen, was bei Cecilia los ist. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, was bei Alex los ist. Es ist ein TV-Format, worüber im Nachhinein diskutiert ist, das diskutiert wird. Das erleben wir immer wieder so. Für mich ist erst einmal klar, dass Cecilia das Recht hat, sich zu äußern, wenn über sie gesprochen wird im Internet, ja, wenn Alex sie hier thematisiert. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Alex Petrovic sie nicht einfach mal selbst mit einlädt in so einem Stream, um sich dann einfach mal selbst gegenüberzustellen und darüber zu sprechen. Aber hier denke ich mal, sind die Fronten dann doch zu sehr verhärtet. Grundsätzlich, alles was Maurice betrifft, habe ich in meinem letzten Video gesagt, dass Cecilia das Geld genommen hat, finde ich spielerisch gesehen völlig korrekt, moralisch gesehen fragwürdig. Aber ich finde auch, man sollte immer die Kirche im Dorf lassen und das alles nicht so sehr ausarten lassen, meine Lieben. Das nochmal ein Update zum Kampf der Reality Stars heute von mir. Aber ich werde natürlich morgen für euch weiter berichten. Ab 8 Uhr geht es hier weiter. Ich freue mich sehr auf euch. Bis dann, erstmal alles mit Liebe. Tschüss.